Brücke, was geht? Hallo, na? Ich wurde gerade interviewt von der Prime League. Live im Stream, oder? Ja. Krass. Also es war quasi so, wie als Papa Platte bei Joko und Klaas im Fernsehen war. Nur im E-Sport. Ja, habe ich nicht gesehen, aber... Hast du mitbekommen, dass Kutscher Challenger geworden ist? Habe ich mir sogar angeschaut, ja. Let's go! Da ist es! Da ist es! Und das Report-Feedback. Leute, danke für die ganzen Subs. Live? Warst du live dabei? Ich war live dabei. Alter. Ich war dabei. Der war ja vorhin im Chat. Da habe ich ihn gefragt, was jetzt so Next Steps sind bei ihm. Ob er jetzt so retired und dann nur noch Minecraft ballert oder so. Aber er meint, nee. Er geht jetzt 3 Tage in die Eistonne und dann geht er für Rank 1. Und das ist halt sein Problem und deswegen wird er auch scheitern. Der gute Mann weiß nie, wo Schluss ist. Er hat ja auch einfach alles erreicht jetzt, muss man auch sagen. Eben. Also er muss ja... Das ist der Moment, wo er jetzt Fortnite in Angriff nehmen könnte. Aber nein, er will Support von Eintracht Spandau werden. Ich kann das auch mental, so emotional verstehen. Das ist ja ein toller Wunsch. Das Ziel, ja. Das ist sehr ein toller Wunsch. Aber Lilip ist auch am Performen, der hat gestern Solo-Kill gemacht. Richtig. Was soll das, schreibt Kutscher. Ja, wie, was soll das? Die Weltöffentlichkeit, Kutscher, das ist jetzt ein krasses Ding. So in jedem Stream, in den du gehen wirst, wird das Thema sein. So die Leute fragen sich halt jetzt, was macht Kutscher als nächstes? Und es ist doch berechtigt. Und du musst auch damit umgehen können jetzt, dass die Öffentlichkeit vielleicht sich auch das Maul zerreißt. So, weil das ist jetzt Thema Number One. Was ist denn mit Kutscher jetzt? Schreibt er, dass er bei Big anfängt? Das reicht jetzt, sagt er. Der ist emotional, ist ja aufgelöst. Also ich glaube, es ist auch gerade ein Moment, wo er nicht klar denkt. Wahrscheinlich jetzt auch gerade viel Testosteron und Endorphine. Ja, aber der Erfolg steigt ein bisschen zu Kopf. Ja. Und wenn man halt auch so viel League spielt wie er, dann ist es wirklich, dann weiß man nicht, wo man im Leben ist gerade. Kutscher, du kannst mal, wenn du willst, kann ich dich mit Amar connecten. Der sucht immer Content Creator, die bei seinem Fortnite Cup mitmachen. Was kannst du denn hier machen? Ja, also theoretisch, wir können uns Sachen angucken. Ja. Alles Mögliche natürlich. Warte, ich schalte mal rüber. Das muss dir doch ESG-Vibes geben. Ja, Hardcore. Oder? Safe, ja. Bei euch in der Bude. Ich stelle mir das ultra geil vor, irgendwo auf einem verkackten Dorf so eine fette Bude zu haben und das ist quasi eine Dauer-LAN. Und du bist halt ein E-Sport-Team und spielst Prime League. So, und davor, danach, nebenbei, keine Ahnung, hockt ihr wahrscheinlich so da im Wohnzimmer. Und ziemlich nur sowas auch, ne? Ja, das ist halt übel geil. Also ihr müsst euch vorstellen, ESG, das war früher ein E-Sport-Team von Kevin Westphal. Also Euronix Gaming. Und also gehörte natürlich Euronix Gaming, aber er war so der Schirmherr. Ja, der hat das alles, deswegen ist er auch so gut in seinem Job und deswegen haben wir ihn jetzt. Und da gab es irgendwann die Entscheidung, also er hat auch giga viele deutsche Meisterschaften gewonnen, Brücki auch mit ihm und auch EU Masters, hieß EU Masters, ne? Jetzt heißt EMEA Masters. Genau, jetzt ist EMEA Masters, früher war es EU Masters, ja. Und die haben halt damals immer in so einem Gaming-Haus gewohnt. Und, müsst ihr euch vorstellen, Riesenhaus, ja. Ultra viele Zimmer, sehr, sehr großer geil. Garten auch und so. Großer, ne? Garten, ja. Aber für den Preis natürlich nur erschwinglich, am Arsch der Heide. Also wirklich komplett, weil wir dann quasi im Feld so gefühlt. Irgendwo in Baden-Württemberg oder so. Ja. Ja. Und ich erinnere mich noch, das war die Zeit, wo Le Mans nämlich Spandau Inferno gemacht hat. Ja. Dass dann ESG auf einmal, ihr müsst euch vorstellen, ich meine, Mausports, die sagen sich, yo, wir holen uns jetzt einfach nur Rookies. Stellt euch vor, genauso hätte irgendein anderes E-Sport-Team nächsten Split, sagt einfach SK, yo, wir holen uns jetzt quasi so die NNO-Streamer oder League of Legends-Streamer, ja. Und die sind unser Team. So war das halt, nur dass das auch alles größtenteils gerade retirierte Ex-Profis waren. Da war auch No Way Midlaner, right? Genau. Soy Nuzi war, glaube ich, Jungler. Richtig. Toplane war Sartorius. Nee, Wardane. Wardane war ein Österreicher, ja. War auch sehr gut. War der auch Streamer? Der war kein Streamer, nee. Ja. Es gab einfach keinen Top-End-Streamer, der frei war, weil ihr hattet Kevin und ja. Gab's nicht. Und ADC war doch ich bin ADC. Support war Panda. Panda, right, ja. Ja. Das war ja in unserem ersten Jahr mit Eintracht auch unser Substitute. Wild. Und wir hatten auch so damals Showmatches. Die Geschichte ist auch... Wir hatten auch 2-3, glaube ich, ne? Also einmal in Leipzig auf dem Messegelände. Das war so auf der Bühne.
Da weiß ich noch, weil da hatte ich halt gebrochenes Bein, bin mit Krücke hoch. Und einmal in der Tech-TV-Bar. Daran erinnere ich mich, weil... Da habt ihr unser ganzes Buffet weggefressen. Richtig. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben da ein Bootcamp gemacht. Spannende Entfernung Bootcamp. Das heißt, wir haben da literally den ganzen Tag gezockt und trainiert. Richtig auch mit Coaching-Stuff, der dafür dann rumkam und so. Und das war mit Live-Audience in der Tech-TV-Bar. War übel geil. Wann war das? 2018 oder so? Nee, noch viel eher. 16, 17. Warte mal. Weil dazu gibt es ein Hauptkanal-Video. Das war wahrscheinlich 2016, glaube ich. Boostcamp, Spandauer, Inferno. Das! Das war so ein Zusammenschnitt. What the fuck ist das für Mucke? Ja, mein Musikgeschmack damals, ne? Wir sind da den ganzen Tag am Zocken. Und dann irgendwie am letzten Tag oder so sollte es ein Showmatch gegen Euronics Gaming gehen. Die uns natürlich outclassen. So ein bisschen wie V9 gegen NNO oder so. Ja. Und also nochmal eine andere Liga. Und wir hocken da in diesen Kästen, trainieren den ganzen Tag und ich sehe aus den Augenwinkeln, wie ihr alle ankommt. Ja. Und draußen hier war halt so das Buffet für uns. Aber das war halt auch für die Euronics Gaming Jungs dann, für den Tag. Und ist das von dem Bild gerade richtig? Ja. Und die haben alles weggefuttert. Ich möchte aus, also das ist natürlich deine Perspektive so. Unsere Perspektive war erstmal, am Tag vorher wussten wir noch nicht, ob wir losfahren. Das war einfach so, wir wussten, das war nicht lange, von langer Hand geplant, das war so ein spontanes Ding. Ey, wir können mal ein Showmatch machen. Habt ihr Bock? Nö, eigentlich nicht. Ja, komm, wir machen es trotzdem. Und dann sind wir hingefahren und ich war einfach krank. Also ich war einfach übel krank. Ich glaube, ich hatte auch Fieber. Also mir ging es übel bad. Gut, schau. Und wir haben quasi gesagt, wir fahren nur hin, wenn wir auch Essen kriegen. Irgendwie sowas, ganz weird. Und dann haben wir gesagt, ja, da gibt es Buffet, könnt ihr einfach nehmen. Und dann fahren wir da so hin und Buffet war da. Und wir wussten ja nicht, dass es für euch reserviert war oder so. Und wir kommen nur, wenn es was zu essen gibt. Wir haben uns halt durchgeschlemmt so. Digga. Und dann war für euch das Essen weg. Ja, ich glaube, Kutscher war auch richtig sauer. Ich glaube, Kutscher ist ja auch einer. Sauer. Ja, und dann waren wir auch so, jetzt machen wir die weg, so diese scheiß Wichser. Ja. Das war schon echt wild. Guck mal, da sind sie ja alle. Da, Xoynusi. Das ist Wardane? Ja. Genau. Dann hier No Way. Ja. Hat der damals schon gestreamt? Der hat gerade... Ja, so also angefangen. Kurz, ja, in dem Bereich angefangen. Der hat sich auch einfach gar nicht verändert, oder? Dann das. Da bist du, Alter. Ja, mit Thomas Florina. Und Kutscher schön mit Bart am Schießen. Damals aus. Oh, Gott. Und dann haben wir First Blood geholt, Digga. Ja, da haben wir euch gemacht. Ah ja, es war ja No Way. Digga, Brüki. Oh, er lacht. War ein bisschen schade, dass wir so getrennt voneinander in diesen Glaskästen saßen. Weil ich weiß noch, dass wir irgendwann alle so aufgestanden sind, immer so nach Teamfights oder so. Guck mal, alle hatten Spaß. Ist das nicht schön? War das euer Coach? Ja. Kann man mal so sagen. Ja. Kann man mal so nennen, ne? Ja. Da war der Uwe, der war auch dabei, ne? Uwe. Wer war er? Das ist einfach ein Mod von unseren Chats gewesen. Geil. Der war einfach auch dabei. Das Panda, da sieht man ihn auch mal. Oh, du wirktest aber sehr selbstzufrieden. Ich glaube, ich war einfach... Du warst dann im Delirium. Ja. Endlich überstanden. Kutscher ist nicht so... Kutscher auch der Einzige, der nicht winkt. Alter. Seitdem ist sein Kinn schief. Ja. Aber geile Zeit. War eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ja, war eine richtig gute League-Zeit, fand ich auch. Wir hatten ja damals immer den King of Spandau. Das war generell war League damals noch so mehr so Cup-orientiert auch. Ja. Und King of Spandau war eine, hat sich, also das habe ich jetzt erst so Jahre später gecheckt, dass das eine ganz schöne Plattform war für Rookies, um sich zu empfehlen. Das habe ich damals war ich nur so, jetzt kommen diese ganzen kleinen Challenger-Kiddies und wollen uns die so auf großer Bühne in unserem Stream so uns so die Bühne nutzen, um hahaha, wir ficken jetzt die Streamer da so wegmäßig. Ja. Aber Pride hat damals gespielt, Agurin,
Arguin auch? Ja. Krass. Es gibt viele YouTube-Videos, weil wir haben alle immer recorded, ja, wo ich Arguin wegmache. Und auch Donuts. Ja, geil. Es ist halt so absurd. Kannst du heute keinem erzählen. Ich glaube, es weiß auch literally keiner. Ich habe das dann selber irgendwie. Bei Donuts wusste ich es noch. Ja. Bei Donuts ist danach richtig geskyrocket nach den der hat ja auch eine gute Karriere da gehabt. Ja. Und war ja auch richtig stark. Und da wusste ich, nee, der hat King of Spandau gespielt. Da habe ich den mal weggemacht. Und dann habe ich irgendwie vor einem Jahr oder so da mal ein bisschen reingeklickt. Und dann sehe ich da auf einmal auch Agurin und so. Ich war so, hä? Das ist ja übel wild. Und auch dieses ganze L9 war damals, glaube ich, viel da am Start. Mhm. Also auch hier, na, wie heißt der ADC? Der auch bei Big gespielt hat letztes Jahr. Na, der Top Prime League ADC. Kidui? Ja, Kidui und so. Genau, der hat auch mitgespielt. Also, war schon krass. Ich weiß so, der King of Spandau Weltmeisterschaftspokal, der steht bei fucking Kutscher. Ernsthaft? Der hat den einfach mitgehen lassen. Kennst du nicht dieses Bild, wo die alle da in der The Main Location diesen Pokal in die Höhe heben? Nee, zeig mal. King of Spandau MVP Finale. Vor 2000 Leuten. Hier von Johnny. Ja, ihr habt vor uns. Da habe ich auch. Nee, ich habe gar nicht mehr gespielt. Das war in der The Main Location. Ja. Genau, ich habe das moderiert, nämlich. Spandau Inferno, genau, King auf Spandau, Inferno-Alarm. Ja, das war krass, da waren 2000 Leute. Mit Kalle einfach moderiert. Spandau Inferno, meine Damen und Herren. Hey, ist das Mike? Das ist Mike, ja. Der ist jetzt Teamlead von Team Hop. Das ist der Chef von uns allen. Der damals bei Freaks for Gaming Fotos geschossen. Ich kack mich voll. Du hast den Pokal mitgenommen, Jan, zu Freaks. Und dann hast du ihn mitgenommen. Der steht doch bei dir zu Hause. Erzähl doch keine Lügen. Ich hab den geklaut. Ja! Aus deiner Wohnung. Okay, die Details kenne ich nicht mehr. Weil Tamina mich reingelassen hat. Oh mein Gott, die Rakete. Ist nicht fun. Okay, alles klar. Ist das eine neue Info für mich? Dass man Ernst Wörting gesprochen hat. Ja. Ich weiß doch, Kevin hat einen Pentakill gemacht. Und dann habe ich deinen Krebs da im Aquarium bedroht. Yo, Eugene, Digga. Das war ein Flusskrebs. Ja, die sind komplett untergegangen. Und das Ding ist, die kommen auch mental nicht wieder auf so einer Bühne, wenn die erstmal so krass hinten liegen. Oh, wie viele da auch so. Ja, ich frage mich, ob die heute noch haben und wie die Leute heute aussehen. Das ist halt fucking. Ja, auch halt 5 Jahre her, ne? 2018, Digga. Ja, damit auch von uns nochmal herzlich willkommen zum zweiten. Und die waren erledigt. Aber cool, dass du da warst. Schön, dass ihr da wart. Und da ist der Pentakill, sehe ich schon. Gibt's auch nochmal auf Hero, der versucht hier den Engage, aber da ist er schon plötzlich wieder down. Währenddessen geht es ins weiter, Anakin von hinten mit dem Kick nochmal rein. Kevin steht ja, da vorne. Das ist der Penta. Alter Aatrox, ne? Geht da mit rein in die Beste, aber jetzt geht's weiter. Das könnte, das muss es, der Quarter Kill. Kevin! Gib Penta her! Und er holt den Pentakill! Alter, Mori kann gar nicht. Guck dir das an! Die springen einfach alle auf und rennen rüber. Die Jungs sind heute ein echt on fire. Okay, Johnny. Das war so ein typischer Johnny-Moment, ne? Sehr, sehr geil. So, und dann den Pokal, meine ich. Um den geht es. So, Jungs. Ich darf bitten. Da. Jungs. Was das für ein geiler Pokal ist. Geiler als alle Prime League-Pokale der letzten 2 Jahre, wirklich. Gut, der ist jetzt auch nicht so übermega geil. Aber ist schon geil. Also schon ist besser. Halt besser als jede Analsonde, die da aus dem 3D-Drucker kommt. Cam davor. Ja, dann, ey, als ob die WM gewonnen haben, wirklich. Ey, man hört nur noch mich klatschen. Hey, ja, Jungs, nochmal jeder einzelne. Johnny, du darfst auch nochmal. Ja, ja, war eine krasse Zeit, Mann.